empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flowgrade Show. Und ich bin total begeistert, euch meinen heutigen Gast bereits zum zweiten Mal zu präsentieren. Und zwar einen meiner Vorbilder, Veit Lindau. Herzlich willkommen in der Flowgrade Show. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und wir hatten ja eine enorm erfolgreiche erste Episode. Also die wurde so gut angenommen in unserer Community. Und ich beziehe mich da eigentlich auf einen Kommentar, weil irgendwann hatte ich mal gepostet, da müsste man eigentlich wiederholen. Und dann hast du geschrieben, auf Instagram war es, glaube ich, gerne wieder. Mhm. Und jetzt bin ich wieder hier. Cool. Nee, aber der eigentliche Grund, warum ich auch hier bin, ist, mich persönlich bei dir zu bedanken für dein Vorwort, für mein neues Buch, Der tägliche Biohacker. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe echt Gänsehaut gekriegt, als du es mir geschickt hast, und zwar im E-Mail-Betreff stand nur With Love und dann war das Dokument drin und ich lese es durch und ich kriege wirklich Gänsehaut, weil es sind drei Liebeserklärungen, mehr will ich gar nicht verraten, das sollen die Leser dann selber rausfinden, aber dafür nochmal von Herzen vielen, vielen Dank dafür. Kam auch absolut von Herzen, also ich schreibe nur Vorwörter, wenn ich es wirklich so meine und ich mag dich total, ich mag überhaupt Menschen, die für etwas so brennen, wie du es machst, ich mag das Thema Biohacking. Und ich mag einfach das, was es in uns Menschen bewirken kann. Insofern richtig gern. Danke, ja. Für mich bist du ja auch wirklich bereits einer der Biohacking-Szene. Also ich zähle dich zu den Biohackern und finde es auch immer spannend, wenn du mir Fragen stellst zu diversen Produkten. Ich sage, krass, da ist der Veit auch schon dran interessiert. Und wo ich noch ein bisschen recherchieren muss, damit ich dir eine gute Antwort geben kann. Also Hut ab dafür. Und eine Sache, die mich immer wieder fasziniert ist, wenn ich mir Sachen von dir anschaue, wie kreativ du zum einen bist, wie viele Ideen du hast und welches Leistungspensum du an den Tag legst. Und meine heutige Agenda ist, dich mal dazu zu befragen, so ein bisschen herauszufinden, wie bei dir der kreative Prozess abläuft. Und meine erste Frage in der Hinsicht ist, was bedeutet für dich Kreativität? Boah. Was ist Kreativität? Also ich glaube, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir eigentlich permanent kreativ sind, dass wir es nur ganz häufig nicht mitbekommen, weil wir nicht wirklich bei dem sind, was wir tun. Also zum Beispiel ein Glas Wasser zu trinken, wenn ich wirklich dabei bin, kann das was unglaublich Kreatives sein. Also allein die Tatsache, dass ich das Glas heben kann, trinken kann, ist bereits kreativ für mich. Also insofern, früher habe ich immer gedacht, kreativ würde bedeuten, du musst was erfinden, du musst Kunst betreiben. Also ich bin zum Beispiel kein Erfinder, ich bin auch kein besonders guter Künstler. Also für mich ist kreativ eigentlich, du bist total präsent und du lässt dich von alleine. Und dann gibt es, also von alleine heißt, du lässt einfach das, was in dir ist, raus. Und dann gibt es, glaube ich, keinen unkreativen Menschen. Ja. Ich hatte neulich mal eine Podcast-Folge gehört, wo ein Zitat von Alan Watts, dem auch Philosophen, Psychologen, präsentiert wurde. Und da musste ich an dich denken. Und er meinte, ich bin ein Technologist of Words, ein Technologe mit Wörtern. Und wenn ich deine Podcast-Episoden oder auch deine Kurslektionen anhöre, dann denke ich mir immer, ja, du scheinst wirklich mit dieser Fähigkeit, Worte aneinander rein zu können und dass diese auch Sinn ergeben, wirklich begabt zu sein. Und das scheint schon so abzulaufen, dass du es in Echtzeit kreierst. Wie genau funktioniert das? Ich komme ins Stocken, weil das, die Frage ist mir schon häufig gestellt worden, es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber es ist tatsächlich so, also wenn ich richtig im Flow bin, denke ich nicht mehr nach. Also deswegen bin ich zum Beispiel, ich glaube zutiefst daran, dass es sowas gibt wie morphogenetische Felder, dass es kollektive Felder gibt, die wir anzapfen können. Und für mich geht es eigentlich eher darum, also mich komplett einem Anliegen zu verschreiben. Also zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe oder wenn ich einen Vortrag halte,
komplett zu wissen, wirklich auf allen Ebenen zu wissen, was ist die Kernbotschaft? Und dann ab einer gewissen Ebene wirklich loszulassen. Und das ist für mich eigentlich der coolste Vortrag überhaupt. Das merke ich nach 5 Minuten, wenn ich merke, ich weiß selbst nicht, welches das nächste Wort ist, aber sie reihen sich auf eine intelligente Art und Weise aneinander. Und deswegen glaube ich, dass wir viel, viel mehr sind als dieser Körper und dass es in unserem Unterbewusstsein gibt, was so brillant ist, aber was halt sehr klar beauftragt damit werden muss, was so rauskommt. Also das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, extrem klar in deiner Absicht zu sein. Ja. Also wenn ich in einen Vortrag gehe, klar bereite ich auch Sachen vor, aber ich bin vor allen Dingen, ich habe ein unglaublich klares Bild davon, was ich rüberbringen möchte. Das ist eigentlich fast wie so ein energetisches Bild. Und dann lasse ich los, ich stelle mich als Werkzeug zur Verfügung. Und das ist, wenn, wie es du, glaube ich, schon beschrieben hast, wenn es durch dich durchspricht, sozusagen, kann man das, du meintest gerade schon, indem man sich das Anliegen setzt, aber hast du einen Prozess, wie du da hinkommst, dass du loslassen kannst? Das stellst du natürlich Fragen. Also ich habe das gelernt und ich bin immer noch dabei am Lernen. Es hat was damit zu tun, dich von der Leine zu lassen. Also unsere Firma heißt ja nicht ohne Grund Life Trust. Also ich habe häufig in früheren Jahren gemerkt, bei Vorträgen etc., ich bin nicht zufrieden, weil ich versuche, was zu kontrollieren. Ja? Und dann kommt ein mittelmäßiger Vortrag raus, dann kommt ein mittelmäßiger Beitrag, Post raus etc. Also für mich hat es ganz viel damit zu tun, dem Leben in mir zu vertrauen und es freizulassen. Und freilassen heißt, zu lernen, erstmal überhaupt alles rauszulassen, was rauskommt, auch wenn Bullshit rauskommt. Also wirklich rauslassen. Deine Gefühle sind extrem wichtig. Also wenn du deine Gefühle nicht fließen lassen kannst, dann kannst du, also dieselbe Kraft, die deine Gefühle kontrolliert, auf der Bühne zum Beispiel oder auch im Gespräch, dieselbe Kraft kontrolliert deine Kreativität. Also erst wenn ich im Gespräch mit dir bereit bin, verwundbar zu sein, traurig zu sein, wütend zu sein, lustvoll, ekstatisch zu sein, können sich die Worte dem anschließen. Ja. Also ich habe extrem viel über Körper befreit, also Trance-Tanz, Bioenergetik, also in Räume reinzugehen, wo du komplett die Kontrolle loslässt, um dann die Erfahrung zu machen, dass etwas anders die Kontrolle übernimmt, was viel, viel intelligenter ist als wir. Da habe ich übrigens schon mit Teilnehmern gesprochen, die dann zu mir meinten, ja, das dürfen wir nicht drüber reden. Ja, das ist, also wir sind ja, also ich glaube, was uns am meisten im Weg steht, diese natürliche Kreativität anzuzapfen oder zu genießen, ist, weil wir solche Control-Freaks sind. Ja? So, wir versuchen es richtig zu machen, wir versuchen die richtigen Worte zu finden, wir versuchen die richtige Geste zu finden und in dem Moment gibt es immer zwischen dem Leben, was aus dir kommt, und dem, was passiert, eine Kontrolle. Und logisch, wenn du es frei aus dir herausfließen lässt, gibt es natürlich auch viel mehr peinliche Momente. Momente, wo du erstmal stammelst und keine fucking Ahnung hast, was als nächstes kommt. Aber für mich persönlich ist das der Spaß dabei. Du hast ja gerade ein neues Buch geschrieben. Bin noch dabei. Also ich habe die Rohfassung schon abgegeben, aber das ist immer so eine heikle Phase. Also wenn mein Baby schon fast draußen ist, dann hol ich es nochmal zurück und dann muss ich nochmal drüber gehen. Ja. Kannst du mir kurz beschreiben, wie es zu dieser Entscheidung kam oder zu dieser Wahl, das Buch zu schreiben? Also kam das von innen, dass du auf einmal den Impuls hattest, jetzt habe ich die Idee, jetzt schreibe ich es nieder. Und ich frage auch deswegen, weil ich ja also in meinen Schreibprozessen immer wieder auch hinterfrage, warum mache ich das eigentlich? Und denke ich jetzt, ich will das eigentlich machen oder will ich es wirklich von innen machen? Ja. Daher würde mich das sehr interessieren. Ja, also ich sag mal so, die Bücher, die ich schreiben wollte, die waren alle anstrengend. Und die Bücher, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben und die auch die meiste Resonanz ausgelöst haben, das klingt jetzt vielleicht schräg, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die geschrieben werden wollten und dass sie mich benutzt haben. Punkt. Und das
ist eine schräge Geschichte, aber wenn wir mal, das klingt doch vielleicht erstmal esoterisch, aber wenn du anfängst, tiefer in Kreativität oder in das Thema Bewusstsein einzutauchen, dann wird dir erstmal klar, okay, alles ist miteinander verbunden. Das heißt, die Informationen, die du zum Beispiel über dein Buch rausgibst, die war bereits vorher im Feld. Also ich glaube nicht daran, dass wir wirklich etwas erfinden, sondern dass wir eigentlich Dinge, die bereits kreieren, auf eine neue Art und Weise kombinieren und rausbringen. Also es ist bereits im Feld. Zweitens, Zeit gibt es so nicht. Also das hat mir extrem geholfen. Solange ich mich selbst sehr gebunden gefühlt habe an die lineare Zeitachse, hat mich das extrem gestresst. So, hier bin ich und ich muss jetzt ein Buch schreiben, was in der Zukunft rauskommt. Ist eine ganz andere Erfahrung als hier bin ich und das Buch existiert bereits in der Zukunft. Also mein allererstes Buch, was ich wirklich ohne jegliche Vorerfahrung geschrieben habe, Seelengevögelt, das war wirklich so, ich habe mich hingesetzt und ich bin reingegangen in den Moment, in dem es Menschen lesen. Also ich habe Bilder gesehen, okay, da wird jemand sitzen, der ist gerade gefeuert worden, der liest dieses Buch. Da wird jemand im Krankenhaus liegen, der wird Krebs haben und der Arzt kommt zu ihm und er gibt ihm dieses Buch. Und dann habe ich diesen Dialog geführt. Und das Krasse war, dass als ich das Buch, ich glaube, es war die dritte oder vierte Ausgabe, nochmal neu aufgelegt habe, habe ich Menschen gebeten, Erfahrungsberichte zu schreiben, also wo und wie sie das Buch kennengelernt haben. Ich lag im Krankenhaus und der Arzt hat mir das Buch in die Hand gedrückt und dann kriegst du einfach Gänsehaut und dann weißt du, dass die Art und Weise, wie wir Zeit und Realität erfahren, sehr, sehr begrenzt ist. Ja, also ich glaube, dass wir alle auch Empfänger sind. Wir können einstellen, welchen Kanal wir empfangen. Ja, kann einstellen, ich möchte die schlimmste Dystopie empfangen und dann werde ich Bilder daraus empfangen und ich kann einstellen, ich möchte Botschaften der Freiheit empfangen und dann werden die kommen. Und dann stelle ich mich zur Verfügung. Spannend, ja. Also ich habe ja auch bei meinem Buch mir wirklich schwer getan. Mhm. Und dann habe ich mal eine Technik angewandt, die ich irgendwo gehört hatte, so ähnlich. Und zwar, ich habe erst mein Nachwort geschrieben. Mhm. Und das hat mir enorm geholfen, weil genau dann ist das auch passiert. Auf einmal ist es entstanden, so ein Bild im Kopf von dem fertigen Buch. Ja. Und ich konnte hier wirklich rumblättern. Ja. Kann ich sehr nachvollziehen. Ja. Jetzt, du hast gerade schon erwähnt, Life Trust ist ja auch ein Business, aber. Ja. Und weil ich spüre das auch immer hin und wieder mal. Spürst du manchmal so den Druck, ach, ich muss jetzt kreativ werden, ich muss jetzt wieder was schaffen, weil das Business funktioniert ja in der linearen Zeit, das heißt, wir haben Mieten zu bezahlen und Gehälter. Und kommt das manchmal bei dir auch in Konflikt? Also den Druck, kreativ zu werden, habe ich noch nie gehabt. Also bei mir ist eher so, ich spüre die Pein für das, was an Kreativität in mir ankommt, noch nicht die Struktur zu haben. Also ich muss dazu sagen, wir haben ein großartiges Team und ganz viel von dem, was Menschen mir in Produktivität zuschreiben, hat ganz viel damit zu tun, dass mir tolle Menschen ganz viele Sachen abnehmen, sodass ich mich wirklich auf das Empfangen von Content konzentrieren kann. Also für mich ist es eher so, ich habe jetzt 10 Bücher im Kopf, die alle geschrieben werden wollen. Ich habe 10 Kurse im Kopf. So, es ist eher so, ich würde mich gern klonen. So. Aber was ich kenne, ist, wenn ich mich anfange, auf Zahlen zu konzentrieren, also zum Beispiel anfange, mich zu fragen, okay, wie oft muss ich einen Kurs verkaufen, damit sich der ganze Aufwand lohnt? Wie viele haben den schon verkauft? Dann merke ich, das korrumpiert meine Kreativität. Deswegen habe ich zum Beispiel mit Andrea einen Deal. Also im Grunde genommen weiß ich nie, wie viel Geld wir gerade haben. Ich habe den Deal mit ihr, dass sie mich einfach informiert, wenn irgendwas knapp ist und ich mich nochmal ganz anders einschalten muss. Ansonsten habe ich wirklich den Luxus, mich auf den inhaltlichen Wert zu konzentrieren. Ja, interessant, weil also du investierst ja auch wahnsinnig viel und vielleicht an dieser Stelle mal den Appell, unbedingt mal vorbeizuschauen auf homodea.com, weil deine Mission ist ja noch viel größer, als es also auch für mich am Anfang den Anschein hatte. Und zwar, du willst ja wirklich eine kritische Masse an Leuten dazu bewegen, die Gesellschaft verändern zu können. Ja. So sehe ich das. Und deswegen, also schaut euch unbedingt mal hin und ihr unterstützt auf homodea eben nicht nur den Fight, sondern eine riesige Vision,
die unserer Gesellschaft zugutekommt. Und das finde ich eben, also als ich das auch wieder gehört habe, auch wieder Gänsehautmoment, ja. Dachte ich mir, boah, ja, das, genau so muss man es machen. Also ja. Bei dir verschmilzt ja auch Business und Leben einfach zu einem. Also ich kann das da gibt es nicht eine Trennung. Sehe ich auch wirklich nicht den Sinn darin. Also wenn du was gefunden hast, wofür du wirklich brennst, also für mich wäre es eine Strafe zu sagen, ich muss jetzt in Urlaub und darf nicht weiterarbeiten an den Sachen. Aber weil wir gerade von Kreativität sprechen, ja, also manche Sachen, die ich vielleicht gerade versucht habe zu erklären, klingen vielleicht erstmal fantastisch, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Menschen alle kreative Schöpfer sind. Und ein Hauptanliegen von Homo Dea ist es eben nicht einfach nur Menschen in Seminaren für dieses Thema zu begeistern, sondern unsere Kultur, unser Miteinander so zu verändern, dass zum Beispiel ein Ehepaar permanent kreativ sein kann miteinander. Dass wenn du irgendwo arbeitest, egal wo du arbeitest, dass du einfach in diesen Flow kommst. Also das ist für mich so atemberaubend, sich vorzustellen, was wäre, wenn alle Menschen sich so von alleine lassen könnten. Wenn es primär nicht darum geht, eine Leistung zu erfüllen, wenn es primär nicht darum geht, einen Haufen Kohle zu verdienen, sondern wenn du am Morgen aufstehst und sagst, ich empfange heute, was das Leben durch mich durchlassen will und ich lasse es einfach raus. Das tönt mich an. Das ist allerdings für viele, also ich merke das auch in den Gesprächen mit vielen, eben sehr, sehr schwierig, weil diese Angst, seine Miete nicht auch zahlen zu können, vielleicht nicht im nächsten Monat, aber in 10 Monaten, in einem Jahr, die loszulassen, ist eben enorm schwierig und einfach dem Leben zu vertrauen. Verstehe ich, aber genau der Punkt ist, bitte, bitte versuche es nicht, das loszulassen, dann bescheißt du dich. Also zum Beispiel Andrea und ich, jetzt geht es uns finanziell gerade richtig gut, aber wir haben echt Jahre gehabt, wo wir nicht wussten, wie wir die nächste Miete bezahlen. Ja? Und ich bin zum Beispiel jemand, vielleicht liegt es daran, dass mein Sternzeichen Stier ist, mich hat das total blockiert. Also mir hat das richtig, richtig doll Stress gemacht. Ja? Und je mehr ich aber versucht habe, die Angst loszulassen, umso mehr saß mir eigentlich im Nacken. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es geht darum, durch die Angst in eine wirklich existenzielle Beziehung mit dem Leben zu kommen. Also ich habe lange Zeit nicht verstanden, wenn Olle Jesus in der Bibel schreibt, schaut euch die Vögel an, ja, so, und dann habe ich gedacht, hey, warte mal ganz kurz, ich muss mir mal Sorgen machen. Ich bin ein Familienvater, ich kann hier einfach viel die Vögel, ja. Und es ist auch richtig. Es ist richtig, dass wir verantwortungsvoll mit den Dingen umgehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir, also was ich damals zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe diese existenzielle Angst eingeladen. Also ich habe sie wirklich eingeladen und das war ätzend. Das war wirklich ätzend, aber ich bin in diese Angst eingetaucht und ich habe dadurch etwas in mir gefunden, wo ich wusste, okay, selbst wenn mir das Leben mein Business komplett nimmt, meine Kreativität kann es mir nicht nehmen. So. Meine Fähigkeit zu meditieren kann es mir nicht nehmen. Meine Fähigkeit in Beziehung zu treten kann es mir nicht nehmen. Ja? Und für mich war es damals zum Beispiel wichtig, das passt jetzt, weiß nicht, ob es zu dem Thema passt, aber ich glaube tatsächlich, dass existenzielle Ängste viele Menschen abhalten, kreativ absolut zu sein. Für mich war es damals wichtig, wann immer diese Angst hochkam, und nochmal, wir haben echt Jahre gehabt, wo wir am Ende von jedem Monat da saßen und gesagt haben, okay, hier ist der Dispo so weit ausgereizt, hier ist er so weit, hier wird es eher abgezogen, lass uns kurz jonglieren, dass die Miete drin ist. Wann immer die Angst kam, zu sagen, ich setze mich hin, und ich gehe voll rein. Ich ziehe mir den Worst Case voll rein. Ich ziehe mir rein, okay, wir müssen das Haus verlassen. Andrea ist total enttäuscht von mir als Mann, sie wird mich verlassen. Und wo ich immer im Endeffekt gelandet bin, ist, ich werde immer eine Daunenjacke irgendwo bekommen, wenn es kalt wird. Ich werde immer irgendeinen Haferbrei bekommen. Ja? Und ja, vielleicht sitze ich dann unter der Brücke. Aber als ich in dieses Bild, das war so für mich meine Endstation, meine existenziellen Angst. Okay, wenn ich unter dieser Brücke sitze, mit einer Daunenjacke und einem heißen Tee, habe ich Zeit. Was werde ich machen in der Zeit? Ich werde ein Buch schreiben darüber, wie es unter der Brücke ist, eine Daunenjacke anzuhaben und einen heißen Tee zu trinken. Und in dem Augenblick, also wenn du sozusagen an der Senke ankommst, anstatt die ganze Zeit so zu tun, nee, das kann nicht passieren, das kann ja passieren. So, wenn du in der Senke ankommst, innerlich in deinem Bewusstsein, und das ist kreativ, und du merkst,
etwas in dir sagt, ich habe keinen Bock darauf, dass das passiert. Aber wenn es passieren würde, merke ich, mein Bewusstsein verfügt über die Ressourcen, damit umzugehen. In dem Augenblick kann sich was entspannen. Und dann bist du kreativ. Ja. Erinnerst du dich an vielleicht diesen Tiefpunkt sogar oder diesen Punkt, wo du genau das erfahren hast, also dem begegnet bist und dir das vorgestellt hast? Also ich versuche nur so, mir die Situation vorzustellen und vielleicht auch, wo danach, weil ich sehe auch den Geldfluss als Energie. Mhm. Ich hatte neulich einen interessanten Gast, den Tom Mögele, der die Mindflow-Akademie leitet, und der hat mir zum Beispiel eine spannende Technik beigebracht, wo er gemeint hat, der letzte Geldfluss, damit Leute unterbewusst sich trainieren, dass der Geldfluss positiv ist, lass dir Wechselgeld rausgeben. Also zum Beispiel geh auch zu einem eine Hilfebedürftigen und gib ihm 5 Euro und verlange 2 Euro zurück. Mhm. Und dann ist der letzte Geldfluss bei dir und dann lernt dein Unterbewusstsein, dass es sozusagen positiv ist. Das ist witzig, sorry, nein, wenn gerne. Ich dich unterbreche. Weil ich würde zum Beispiel genau andersrum sagen. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich habe gelernt, lass den Geldfluss etwas, den letzten Moment etwas sein, wo ich dir was gebe. Weißt du, wo ich dir was gebe und in meinem Leben Vakuum schaffe. Also zum Beispiel Andreas, eine Frau, die steht an der Kasse und fragt, was darf ich bezahlen? Und das meint die wirklich so, was darf ich bezahlen? Und dann gibt die voller Freude und dann gibt sie meist noch was drauf. Und am Anfang habe ich voll die Krise gekriegt halt. Und ich habe sie aber beobachtet und es kommt einfach, wenn du ein Vakuum schaffst, kommt was nach. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, total spannend. Das ist also genau, da entsteht ja was Neues hier. Wir sind ja jetzt gerade kreativ. Ja, genau. Ja, und ich glaube, es passt eben auch so gut zusammen, weil also viele Künstler und Kreative, die ich auch kenne, die haben genau eben oft diese Glaubenssätze, dass vielleicht auch Geld leicht unmoralisch ist oder also nicht, dass sie das rational jetzt denken oder überzeugt sind davon, aber dass sie oft ihre Kunst eben herausgeben, ohne den anderen Fluss zuzulassen. Mhm. Und da du ja in der Situation warst, wo sozusagen erstmal mehr Energie auf der Ebene rausging, das war genau die Frage, ob du dich an den Punkt erinnerst, wo sich das sozusagen gewandelt hat. Das kann ich ziemlich genau sagen. Also der Schlüsselmoment für mich war ein Gespräch mit meiner kleinen Tochter, die offenbar mitbekommen hat, wie oft wir Angst hatten, nicht die Miete zu bezahlen, und die plötzlich am Ende eines Monats vor mir stand und mich gefragt hat, hey Dad, müssen wir ausziehen? So. Und da habe ich gemerkt, jetzt ist Schluss mit lustig. Also jetzt geht es nicht mehr nur um mich, jetzt geht es um meine Family. Ich brauche eine andere Beziehung zu Geld. Und ich weiß nicht, woran es bei mir liegt. Vielleicht liegt es daran, ich komme aus dem Osten, also uns ist beigebracht worden, Kapital ist eh was Schlechtes. Letzten Endes glaube ich, es hat immer etwas damit zu tun, wie viel Wert du deiner Existenz wirklich beimisst. Und zwar nicht intellektuell, sondern gefühlt. Und wie viel Wert du aber auch wirklich bereit bist, anderen Menschen zukommen zu lassen. Also ich bin zum Beispiel niemand, der sagt, hey, setz dich einfach hin und vertraue darauf, dass es kommt. Ich bin der Meinung, wir leben in einer Gesellschaft und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was ist mein Wert, wen gebe ich rein. Und was ich damals gemacht habe, ich habe erstmal das Geld aus der Gleichung rausgenommen, weil ich habe gemerkt, ich kann mit Geld eigentlich überhaupt nichts anfangen. Das sind Scheine, das sind Münzen, ja, kenne ich vom Monopoly, aber es hat nicht wirklich eine Bedeutung. Ich projiziere da irgendwas rein. Und habe einfach mal geguckt, okay, was ist mein Problem? Mein Problem war erstens, ich wusste nicht, wer ich bin. Ich habe meinen Medizinstudium abgebrochen und ich hatte kein Gefühl für meinen Wert. So. Das heißt, ich habe mich viel damit beschäftigt, was tue ich denn für andere Leute? Ja, also ich habe hingeschaut und ich habe gesehen, hey, das ist hilfreich, was ich mache. Das Coaching hat bei dem das und das bewirkt. So. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich jedem geben würde, der sagt, ich habe kein Gefühl. Setz dich hin und guck dir das mikroskopisch genau an, welchen Wert du beisteuerst. Also jemand, der singt auf der Straße und andere Menschen zum Lachen bringt, das ist unbezahlbar. Ja? Das ist ein Wert, der in unserer Gesellschaft nicht wirklich gesehen wird. Aber wenn du ihn nicht siehst, als derjenige, der singt, so, ja? Also dafür ein Gefühl zu bekommen. Und was mir extrem geholfen hat, ist, ich bin dann irgendwann zu einem meiner wichtigsten spirituellen Mentoren gegangen und habe ihm mein Leid geklagt. Ich habe gesagt, ich reiß mir so einen Arsch auf. Es kommt einfach nicht genug dabei rum.
Und er hat gegrinst und hat gesagt, ich kann dir genau erklären, was liegt, woran es liegt. Du reißt dir den Arsch auf. Du strengst dich an. Du verschenkst dich nicht, sondern du strengst dich an. So. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn jemand zu dir kommt und er schenkt dir was und er will aber gesehen werden, er will geliebt werden und an dem Geschenk hängt total was dran. Es ist kein Geschenk. So. Und ich habe das irgendwie damals total gekriegt, was es bedeutet, mich komplett zu verschenken. Also da, wo ich bin, komplett zu verschenken. Ja. So, das war energetisch wichtig. Also, ein Gefühl dafür zu bekommen, meine Existenz ist wichtig. Mhm. Und aber auch wirklich zu sagen, scheiß drauf, ob ich im Moment Geld habe. Ich verschenke mich jetzt. Ich gebe mich einfach hin. Und dann war es aber auch wichtig, finanzielle Hausaufgaben zu machen. So, das kann ich nur jedem empfehlen. Selbst wenn du sagst, ich will mit Geld nichts zu tun haben. Einnahmen, Ausgaben, was sind die Kosten? Ist total unsexy, ist aber absolut hilfreich. Ja, und wenn man sich verschenkt und sich seines Wertes bewusst ist, dann nehme ich eben an, dass man sich das auch dann traut, Sachen anzunehmen. Ja, guck mal, ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich ein Coaching hatte, dann habe ich so fast wie verschämt am Schluss gesagt, hier, was weiß ich, 50 D-Mark habe ich am Anfang, glaube ich, genommen, kannst mir hinlegen. So, als wenn das was Schlechtes wäre, ja. So, und als ich dann irgendwann, ich habe mich wirklich hingesetzt, habe aufgeschrieben, was haben die Menschen alles durch das Coaching? Wenn das Coaching gut greift, was haben die alles? Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, 100 Euro. So. Also du musst an den Punkt kommen, dass du das Gefühl hast, hey, du bist das Beste, was diesem Menschen gerade passieren konnte. So. Du bist ein Geschenk. So. Und wenn du das fühlst, dann werden die Leute das auch bezahlen. Und wenn sie es nicht bezahlen, dann deswegen, weil sie den Wert nicht sehen können oder weil es nicht das ist, was sie jetzt gerade brauchen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist wirklich sehr hilfreich für viele Zuhörer. Vor allem viele auch in meinem Bereich von Trainern und jetzt besonders Kulturschaffenden auch. Ja. Also vor denen habe ich noch mehr Respekt, weil ich einfach sehe, also bestimmte Dinge werden in unserer Gesellschaft total gehypt. Du hast als Programmierer, hast du gerade keine Sorge, wenn du gut bist. Ne? Aber Kultur, das ist so, das hat so den Anschein von, wir leisten uns hier so einen Luxus am Rand, aber es ist total bescheuert. Also jeder von uns weiß, was in uns passiert, wenn wir ein gutes Lied auflegen. Ja? Also wer will die Botenstoffe, die da ausgeschüttet werden, das kann man eigentlich gar nicht messen. Aber du musst als Sänger dann kommen, dass du sagst, ich bin im Grunde genommen bin ich ein Drogenlabor. Ja, ich verkaufe legale Drogen. So, ich verkaufe legale Drogen und das Lächeln, was in diesem Menschen entsteht, das nimmt er mit nach Hause zu seiner Familie. Du stellst dir wirklich solche Geschichten vor, bis du spürst, ey, mein Lied da auf der Straße hat den und den Wert. Super wertvoll. Ja. Jetzt hat sich für dich in deiner Kreativität über die Jahre etwas verändert. Also verbringst du zum Beispiel jetzt vermehrt Zeit mit Aufnehmen, mit Schreiben, als du früher konntest vielleicht auch? Das definitiv. Also ich habe den großen, großen Luxus, dass ich fast komplett aus unserem ganzen administrativen Bereich raus bin. Also es ist ein echter Luxus. Und was sich auch verändert hat, ich bin radikaler geworden. Also ich habe früher, wenn was ankam, dann schon noch eher gedacht, das kannst du jetzt nicht sagen. Ja, wie wird der Mainstream darüber denken? Ja, so. Und das mache ich gar nicht mehr, sondern ich hatte so einen Turning Point mit 50, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht ein einziges Wort, keine einzige Handlung mehr zensieren. Ich bin jetzt hier, um rauszulassen, was da ist. Und das ist ein Turbo für Kreativität. Also wenn das jetzt gerade jemand sieht, den Podcast oder hört und für den Kreativität wichtig ist, das Wichtigste ist wirklich für eine Räume, wo du dich von alleine lässt und wo du dir auch klar machst, hey, das ist dein Leben. Und wenn du am Ende nicht deinen Schatz abgesetzt hast, dann wirst du dir einfach vor Frust in den Arsch beißen. Jetzt hast du ja gerade oder bist gerade noch dabei, ein neues Buch fertigzustellen. Irgendwelche anderen noch kreativen Projekte? Du hast ja dieses Jahr schon enorm viel auf die Straße gebracht. Ich bekomme auch immer wieder von Leuten, die deine Kurse machen, echt Top-Feedback, Heilungswerk, wo mir Leute sagen, boah, das ist Wahnsinn. Schattenwerk, auch ein weiterer Kurs. Ist in nächster Zeit noch was geplant, was du gerade erzählen willst?
Ganz viel. Also was rauskommt eventuell schon? Also ganz viel. Also das Spannende für mich ist gerade, ich bin eigentlich ein sehr visionärer Typ und ich habe immer Visionen für die nächsten 3 Jahre gehabt. Und diese Zeit, die wir gerade erleben, die bringt mich gerade sehr ins Jetzt. Also ich fahre genau wie, glaube ich, die meisten von uns gerade sehr auf Sicht. Aber und es ist so wie, als wenn mir das gerade regelrecht diktiert wird, was als nächstes zu kommen hat. Also jetzt zum Beispiel über Weihnachten möchte ich gerne Friedenswerk. Ich merke gerade die Werkserie. Mhm. Einen Kurs rausbringen, also um Menschen einzuladen, da wo sie sind, wirklich echt Friedenswerke zu sein. Ja. Oder im Januar kommt Wunderwerk. So, da geht es um Kreativität. Also wirklich das Ding. Also der größte Feind, den wir eigentlich haben, sitzt hier oben drin. Ja, so, wir sind alle so hyperintelligent. Und jetzt zum Beispiel zu sehen, in dieser brutal herausfordernde Zeit, wie viele Leute, anstatt disruptiv zu werden, anstatt azyklisch zu denken, sich festhalten an dem Alten, was so nie wiederkommen wird, ist schade. Schade um die Gelegenheit. Ja. Okay, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch ein paar Tacheles-Fragen für dich, weil, falls du dich erinnerst, im letzten Podcast habe ich ja auch ein paar vorbereitet, die haben dir gefallen, da dachte ich, da muss ich nachlegen. Schieß los. Und zwar, erstmal, ich fange harmlos an. Mhm. Was hilft dir, nach einem anstrengenden Tag zu entspannen? Sauna, Infrarotsauna bei uns zu Hause. Ein cooles Gespräch mit meiner Liebsten. So, früher hätte ich gesagt, ein Bier mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich merke, irgendwie der Alkohol beeinträchtigt meinen Schlaf. Gutes Buch lesen. Wir haben vorhin gerade über Netflix gesprochen. Ich bin gerade auf Netflix-Diät. Ah, okay. Weil ich habe oft so, ich habe wirklich oft, wenn ich so abends noch auf Speed war, dann gesagt, okay, ich kann jetzt noch nicht runter, zieh mir noch eine coole Serie rein, aber das ist tut nicht gut. Ja, ich kenne es. Ich bin auch hin und wieder doch mal auch ein Serien-Junkie. Ich fand es ganz lustig, weil in einer Podcast-Episode meintest du, ja, Andrea sagt ja, ich sollte keine Serien empfehlen, aber Lucifer ist wirklich eine gute Serie. Ja, ich finde echt. Macht dich aber sehr sympathisch. Ja, ja. Weil ich finde manchmal, für bestimmte Dinge sind einfach visuelle Umsetzungen krass gut, um es zu erklären. Ne? Und gleichzeitig sind diese Serien einfach krass suchtgefährdend. Ja. Ja, es kam ja dieses Jahr eine Biohacker-Serie raus auf Netflix. Ja. Ich habe den Regisseur auch interviewen dürfen und die geht ja eher in die Richtung Gen-Editing, aber dann sehe ich es ja auch als meinen Beruf, irgendwie die anschauen zu müssen. Ja. Und dabei auch unterhalten zu werden. Hat ja nichts Verkehrtes. Ja. Welche Gewohnheit könntest du ablegen, um mehr Zeit und Energie zu haben? Definitiv weniger Nachrichten schauen. Also im Moment habe ich gerade so einen Drive, wirklich am Puls dran zu sein. Das wäre es. Ich glaube, ich könnte noch weniger in sozialen Medien sein. Ich versuche das schon sehr stark darauf zu konzentrieren, meins reinzusetzen. Aber ja, warte mal, was noch. Ja, also vor 14 Tagen hatte ich dir noch gesagt, Netflix sehen. Aber das ist weg. So, die zwei Sachen, ja. Ansonsten bin ich eigentlich ganz gut getaktet. Okay. Wie lautet die Überschrift deines aktuellen Lebensabschnitts? Radikal ehrlich. Kann ich unterschreiben. Ich habe mir auch heute tatsächlich nochmal die Podcast-Folge angehört dazu von dir. Mhm. Es ist etwas, was mir enorm schwerfällt. Mhm. Also ich, nicht, dass ich also unehrlich bin, aber ich vermeide es, manchmal ehrlich zu sein, wenn ich es sein sollte, und arbeite sehr hart dran. Wann und warum hast du das letzte Mal gelogen? Gute Frage. Wann habe ich das letzte Mal? Also wenn du mit bewusst lügen meinst, also wirklich etwas sagen, was nicht wahr ist, fällt mir gerade echt nicht ein. Also weil, also war jetzt auch eine gemeine Frage, genau nach dem Thema. Nee, ich finde es eine coole Frage, aber also ich glaube, wenn ich wirklich mal lüge, dann ist es vielleicht, wenn ich zum Beispiel,
einen Termin absage und ich dem anderen nicht einfach sage, hey, pass auf, das ist gerade unwesentlich für mich, sondern stattdessen sage, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Zeit oder so, aber das ist schon ewig her. So, also was ich im Grunde genommen auch schon als Lügen empfinde, also ich war jetzt gerade in Görlitz, meiner Heimatstadt, und da spreche ich bestimmte, in meinem Blutsfamilienkreis spreche ich bestimmte Themen, die mich bewegen, nicht an, weil ich einfach weiß, es gibt eine Welle. Das ist im Grunde genommen für mich auch schon eine Form von Lügen. Okay, lassen wir so stehen. Ja. Welche früheren Ambitionen kannst du mit gutem Gewissen gehen lassen, wohlwissend, dass du sie nicht erreichen wirst? Was ich nicht erreichen werde. Also ich störe mich an dem nicht erreichen werde. Also wenn überhaupt, würde ich sagen, ich lasse gehen, weil ich sie nicht mehr erreichen will. So, ja. Also ich habe eine bestimmte Form von, früher war es mir viel wichtiger, mein Erfolg an Zahlen zu messen. Und das habe ich vorhin schon gesagt, also dass die Orientierung an Zahlen mich eher korrumpiert. So, ich messe jetzt meinen Erfolg eher daran, dass ich wirklich alles rauslasse, was da ist. So. Ansonsten. Nee. Genau, schreiben wir um, das will, finde ich auch besser. Ja, genau. Wann und warum hattest du das letzte Mal ein schlechtes Gewissen? Ein schlechtes Gewissen hatte ich. Jetzt gerade in Görlitz, weil ich, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil ich für meine Stammfamilie nicht brüskieren, aber es heißt, meine liebste Andrea war mit und da sind ein paar Sachen passiert, wo ich, also wenn mir das im normalen Umfeld passiert wäre, hätte ich Andrea nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise verteidigt, und da an der Stelle stillzuhalten, hat sich angefühlt, wie zwischen den Stühlen zu sitzen. Ja. Mhm. Ja, stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Ja. Mit Familie kenne ich auch. Ja. In welchen Situationen wärst du gern mutiger? Mutiger. In den Leisen. Also ich so frontal sein, rausgehen, das ist nicht so mein Thema, aber zum Beispiel Momente, in denen ich, also ich bin eigentlich ultra, ultra zart, in denen ich das wirklich, wirklich so spüre, und dann nicht einen draufzulegen, sondern das auszuhalten, da wäre ich gern mutiger. Und Momente, wo mich die Tatsache meiner Sterblichkeit komplett kriegt und ich vielleicht noch versucht bin, in die Action zu gehen und das nicht zu spüren, sondern wirklich an der Stelle innezuhalten, mir alles anzuschauen und für einen Augenblick voll daran anzukommen, okay, das wird alles gehen, da wäre ich noch mutiger. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Und zwar, jetzt ist ja viel passiert in diesen Zeiten mit der Pandemie. Gibt es etwas, was dir Zuversicht gibt für die kommende Zeit? Das ist eine gute Frage. Ich bin eher jemand, der immer sehr stark vom Optimismus gekommen ist. Und ich bin gerade, glaube ich, so nachdenklich wie noch nie. Weil ich, selbst wenn das Corona-Ding weg ist, also gerade mir bewusst darüber bin, vor wie vielen Herausforderungen wir als Menschheit stehen, zum Beispiel unser Umgang mit Technologie oder mit der Umwelt. Und ich gerade die Wahrnehmung habe, dass wir extrem langsam lernen und im Stress immer noch sehr stark dazu tendieren, eigentlich eher zu regredieren, anstatt wirklich nach vorn zu gehen. Also bin ich tendenziell oder im Durchschnitt würde ich eher sagen nachdenklicher als sonst, sogar mit so einem Touch Sorge. Was mir Hoffnung macht, sind Einzelfälle. Was mir Hoffnung macht, ist zu sehen, also ich habe ja das große Glück, dass ich für ein Netzwerk arbeite, wo ganz, ganz viele tolle Menschen drin sind. Also wenn Menschen zum Beispiel Schattenarbeit machen, wenn Menschen mir schreiben, Veit, ich habe deinen Kurs Schattenwerk ernst genommen und ich habe Frieden gemacht mit meinem größten Gegner. Ich habe mir und diesem Menschen vergeben.
ich war so im Unfrieden mit mir selbst und ich fühle mich gerade zum ersten Mal wieder heil. Also das sind Momente, aus denen ich gerade viel Kraft schöpfe. Habe jetzt aber gerade mit der Antwort gezögert, weil ich mir bewusst darüber bin, dass ich für eine Blase arbeite, also nicht für den Durchschnitt der Gesellschaft. Okay, aber vielen Dank. Ich glaube, genau das war ein gutes Schlusswort. Mhm. Und weil auch mir hilft das natürlich. Also die Leute, die auch positiv, ich bin auch ein geborener Optimist, aber die auch so nach vorne schauen und mir Feedback geben, hey, sie sehen da ein Licht, motiviert mich auch immer noch mal mehr. Mhm. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Nico Richter, der entwickelt immer so tolle Fragen und die machen jetzt ein Kartenspiel draus. Das heißt Tacheles mit diversen Fragen ist noch nicht draußen. Aha. Aber deswegen immer spannend, solche Fragen stellen zu dürfen. Und jetzt nochmal den Appell an dich. Und zwar, wenn du mehr von Veit und Andrea Lindau haben willst, dann kannst du das tun und zwar auf homodea.com. Und wenn es dir möglich ist, dann unterstütze die Mission. Es gibt über 100 Kurse auf der Plattform, wahnsinnig viel tolle Inhalte. Ich sehe Veit als meinen Mentor an und lasse mich immer gerne inspirieren und bereichern durch die vielen wertvollen Sachen. Und daher schau gerne mal vorbei auf homodea.com. Und jetzt nochmal vielen Dank an dich. Ich danke dir. Für das tolle Gespräch. Ja, und vielen Dank für die Fragen. Also die haben mich echt gechallenged heute. Ich finde es mal spannend, über was nachzudenken, was man so selbstverständlich nutzt jeden Tag wie Kreativität. Ja, und ich hoffe für euch war was dabei. Das war auch die Challenge. Ich wollte dich ein bisschen fordern. Ja, schön. Also nochmal vielen Dank. Ja, danke dir. Auf Wiedersehen.